Der Bass dazu ist dann auch jeweils genau gleich. Wir starten einfach einmal los. Der Übergang ist folgender. Also wirklich der kurze Schluss. Es geht also los nach dem kurzen Schluss in der dritten Reihe mit diesem Griff auf Druck. Dritte Reihe. Und wir beginnen langsam. Vierte. Jetzt Zug. Der eine bleibt in der vierten liegen, der vierte Finger. Und den anderen ziehst du wieder zurück. Dasselbe Griff jetzt heraus in die zweite, dritte Reihe. Wieder hinein, eins tiefer. Und in die dritte. Jetzt Druck. Und dann liegst du schon richtig. Und jetzt 2 und 4. Und das wiederholen wir gleich noch einmal gemeinsam. Zug. Druck. Dann geht's weiter noch auf Druck. Und jetzt auf Zug. Noch einmal. Zug. Und das ist bereits die erste Hälfte. Diese Hälfte spielen wir jetzt noch einmal gemeinsam durch. Dann machen wir weiter. Das ist der Schluss. Und diese Melodie, die lernst du jetzt zuerst einmal gut. Und wenn du diese Melodie gut kannst, dann schauen wir uns die Hohe dazu an. Also noch einmal die Tiefe und ohne Unterbrechung mit dir gemeinsam durch. Jetzt noch etwas schneller und dann schauen wir uns den Bass dazu an. Und jetzt noch den Bass dazu. Wir haben einen Polka-Bass in der dritten Reihe. Ich spiele dir jetzt einmal den Übergang vor. Und hier hast du gemerkt wahrscheinlich, beim Auftakt ist kein Bass und auf Zug starten wir mit einem Polka-Bass in der dritten Reihe.
Hier der kurze Schluss, denn dann geht's gleich. Direkt wieder mit dem nächsten Auftakt weiter. Und jetzt noch einmal die tiefe Version durchgehend mit Bass und dann lernen wir die hohe dazu. Dann geht's weiter mit der hohen und da machen wir jetzt nur die Melodie einmal. Vierte, Zug, Gabel, vierte, dritte, Druck. Zug. Zug. Und bei der hohen Wiederholung ist ein langer Schluss, also nicht nur, sondern. Und der Bass dazu, der ist genau der gleiche. Schauen wir uns jetzt dazu an. Wenn du die Melodie gut kannst, gleich mit Bass. Hier ist das Stück an und für sich aus. Wenn dir das aber zu kurz ist, dann kannst du, wie im Ablauf unter den Videos beschrieben, eine Wiederholung spielen. Und das schaut dann so aus. Noch einmal der zweite Teil. Und dann noch einmal der erste und zweimal der dritte. Und dann ist das Stück aber wirklich aus. Du kannst jetzt alle Teile von der Teufelsdornerpolka. Ich wünsche dir viel Spaß mit diesem neuen Stück, mit dieser flotten Polka und sage bis bald in der Quetschen Academy. Du hast jetzt gesehen, wie so ein Lernvideo aufgebaut ist. Jedes Stück zeigen wir dir genau Griff für Griff langsam und genau vor. Klick jetzt auf den Link in der Beschreibung und wir sehen uns gleich im Mitgliederbereich.